Also ISACOBE steht für International Software Architecture Qualification Board, wurde 2008 gegründet als Nachfolger vom German Architecture Board. Der ISACOBE hat sich zum Ziel gesetzt, die Architektenausbildung in Deutschland zu fördern und auf eine qualitativ hochwertige Basis zu stellen. Zum Beispiel für die eigene Karriere oder zur Verbesserung der Architekturtätigkeit im eigenen Unternehmen. Der ISACOBE selbst bietet keine Schulung an, sondern entwickelt Lehrpläne, die dann von anderen angeboten werden. Der ISACOBE selbst prüft nicht, sondern lizenziert Prüfer, die dann eine Prüfung abnehmen. Das Foundation Level richtet sich an ein breiteres Publikum. Das heißt, es ist ja der Grundlagenkurs für Softwarearchitekten, aber auch für Softwareentwickler, für Tester, für Projektleiter, also technische Projektleiter, für Analytiker auch. Das ist der Grundlagenkurs. Deswegen heißt es auch Foundation, schafft eine gemeinsame Basis rund um das Thema Softwarearchitektur, was in jedem Projekt gebraucht wird. Während Advanced Level richtet sich an erfahrene Softwarearchitekten oder Softwareentwickler, die sich ja schon mit dem Thema Softwarearchitektur auseinandergesetzt haben. Also der Advanced Level ist die nächste Qualifikationsstufe nach dem Foundation Level. Er ist gedacht für Softwarearchitekten, die sich wirklich weiter qualifizieren wollen in bestimmten Schwerpunkten. Diese Schwerpunkte heißen bei uns Module. Die Ausbildung ist also modular aufgebaut und die Ausbildung ist auch modular erweiterbar. Das heißt, es können weitere Module beim ISACOBE eingereicht werden und die werden dann nach einer Prüfung natürlich werden die in den Lehrplan aufgenommen. Wenn ich als Unternehmen auf der Suche bin nach guten Mitarbeitern, schaue ich natürlich, vielleicht taucht im Lebenslauf diese Zertifizierung schon auf, das wäre ein Plus. Auf der anderen Seite, Unternehmen lassen auch Leute durch diese Ausbildung laufen, zum Beispiel alleine schon, um eine große Zahl von Abteilungen und Teams mit einem gemeinsamen Vokabular zu versorgen. Letztendlich kommt es immer auf die einzelne Person an. Es wäre sicherlich falsch zu sagen, jemand, der kein Zertifikat hat, ist automatisch schlecht. Genauso andersrum, aber es ist ein Indiz, eine Hilfe dabei, sowohl eine Ausbildung zu bewerten, wie auch jemanden zu bewerten, der diese Ausbildung genossen hat.